Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns in Monster Hunter World die Lanze an, was sie so kann, wie das Ganze funktioniert, Schritt für Schritt, damit man damit besser spielen und umgehen kann. Zu Beginn einmal, die Lanze ist eine unglaublich defensive Waffe. Sie arbeitet mit defensiven Kombos, das heißt, sie wartet auf Angriffe vom Feind, um dann Angriffe auszuüben. Sie kann extreme Verteidigungsmöglichkeiten aufbauen, um sozusagen alles an Schaden zu blocken, was es gibt. Dann gibt es Standardangriffe, höhere Schläge, man kann rennen und extrem einfach feindliche Monster mounten, also draufklettern mit einem gewissen Sprung. Das Ganze, wie gesagt, Schritt für Schritt gehen wir hier durch. Wie auch bei allen anderen Waffen können wir über die Waffensteuerung nachgucken, was wir da für Schläge drauf haben. Hier sind nicht alle aufgelistet, deswegen werde ich noch ein paar zusätzliche Schläge erklären. Wir fangen aber mit den Basics an. Wir haben einen mittleren Schlag und einen hohen Schlag bzw. einen Stoß, weil das ist ja schließlich eine Lanze. Bedeutet, wenn wir ein kleines Monster haben, können wir mit dem mittleren Stoß einen Dreierstoß aufbauen, der macht dann auch immer ein bisschen mehr Schaden. Wenn wir ein Monster haben, das etwas größer ist, können wir einen hohen Stoß, also einen von unten nach oben gerichteten Angriff ausüben, um ja genau gleich viel Schaden zu machen. Schadenstechnisch sind beide fast identisch, es geht einfach um die Treffermöglichkeit. Die zwei lassen sich auch kombinieren, das heißt, man kann einen unteren, einen oberen, zwei obere oder zwei untere, das heißt, die lassen sich hier einfach miteinander kombinieren, relativ einfach. Wenn wir beide zusammennehmen, haben wir einen weiten Wischer, den wir dann auch kombinieren können, oder doppelt weite Wischer. Also das heißt, wenn wir ein bisschen breitflächiger zuschlagen wollen, wäre der weite Wischer natürlich eine gute Möglichkeit. Bei der Grundkombo sieht man auch schon, wir haben noch einen Seitwärtsschritt. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, ganz, ganz kleine Bewegungen auszuüben, denn wenn wir die Waffe nach vorne genommen haben, dann haben wir gar nicht viel Möglichkeit, uns zu bewegen. Wir sind relativ langsam. Wenn wir aber einen Schlag ausüben und dann mit dem Joystick auf die Seite klicken und den Sprungknopf bzw. den Ausweichknopf klicken, dann machen wir hier kleine Bewegungen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, ja, ein bisschen agiler uns umzupositionieren, wenn wir gegen ein Monster kämpfen, ist einfach nützlich zu wissen. Nun kommen wir zum Kernprinzip der Waffe, das Blocken. Die Waffe ist unglaublich stark im Blocken, wir sind relativ langsam damit, haben aber da ein paar Möglichkeiten noch stärker zu blocken, Konterschläge durchzuführen oder halt sogar Sprünge bzw. Vorwärtsschritte zu machen, um etwas agiler zu sein. Hier aufgelistet in der Waffensteuerung haben wir den Sprintblock. Dafür klicken wir die nötigen Tasten, je nach Konsole oder PC natürlich andere Tasten, wird aber auch hier aufgelistet. Das bedeutet, wir sind in einer defensiven Haltung, das heißt, wir nehmen das Schild nach vorne, bewegen uns nach vorne und klicken dann mit einem Sprintblock ja uns nach vorne. Das Ganze lässt sich kombinieren mit verschiedenen Schlägen, das heißt, wir können zack noch einen Schildschlag machen. Wenn wir da den Kopf treffen, können wir das feindliche Monster betäuben oder wir haben die Möglichkeit, einen Sprungstoß zu machen, um etwas mehr Angriff auszuüben. Das heißt, wenn das Monster weit weg ist, zack, einfach nach vorne springen, Angriff ausüben und dann treffen oder halt am Kopf treffen mit dem Schildschlag, um es unter Umständen zu betäuben. Einer der wichtigsten Angriffe ist der Konterstoß. Der ist auch hier aufgelistet und da haben wir die Möglichkeit, einen Schlag des Feindes abzuwehren und dann direkt einen Gegenschlag auszuüben. Der wird auch hier oben nochmal beschriftet mit Konterstoß. Halte die R2-Taste gedrückt, um deinen Schild bereit zu halten, also in die Verteidigungsform zu bringen. Blockst du einen Angriff mit erhobenem Schild, führst du automatisch einen Gegenangriff aus. Drücke schnell R3, statt die Taste zu halten, um umgehend einen Abbruchstoß auszuführen. Ist etwas kompliziert geschrieben, aber ist eigentlich relativ einfach. Bedeutet, wir sind in der Verteidigungshaltung und dann klicken wir, dass wir in die Kontermöglichkeit gehen. Wenn wir jetzt warten, dann macht er einfach einen normalen Angriff. Wenn wir getroffen werden, dann führt er den Angriff sofort aus. Ich zeige das mal ganz kurz hier beim Diabolos. Das heißt, ich gehe in die Verteidigungshaltung, in den Konterschlag, er trifft mich, zack, ich führe den Angriff sofort aus. Ist also eine recht gute Methode, viel Schaden zu machen, weil die Waffe sonst mehr mittelmäßig viel Schaden macht, ausnahmsweise mal viel Schaden zu machen, hier mit einer Kontermöglichkeit. Kann man natürlich nur machen, wenn der Feind auch angreift oder halt, wenn man ein bisschen Zeit vergehen lässt und er den Angriff automatisch ausführt. Nun, um zurückzukommen, anstelle davon, dass wir die Taste halten, das heißt, dass wir diesen sogenannten Konterstoß durchführen, können wir auch einen Abbruchstoß. Das heißt, wir klicken die Taste nur einmal ganz, ganz kurz, dann machen wir einen Abbruchstoß. Das hat folgenden Grund, der lässt sich nämlich mit vielen anderen Möglichkeiten kombinieren. Das sieht man auch hier bei den nützlichen Kombos. Hier haben wir den Abbruchstoß, das ist sozusagen ein Angriff, den wir ohne Pause durchführen können. Das heißt, wir setzen den Abbruchstoß ein, dann greifen wir mit einem Stoßangriff oder dem hohen oder tiefen Schlag an, können den zweimal ausführen, dann wieder Abbruchstoß und wieder einen hohen oder tiefen Schlag. Ich zeige das aber kurz.
Das heißt, wir machen einen Abbruchstoß, zack, dann führen die zweimal einen Angriff aus, wieder Abbruchstoß und wir können eigentlich so beliebig lange auf den Feind einprügeln, bis er sich bewegt oder halt bis er irgendwie was anderes macht oder halt nicht mehr in Reichweite ist. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, extrem lange über einen Zeitraum zuzuschlagen und auch dementsprechend den Schaden dann rauszuhauen. Der nächste Punkt ist das Kraftblocken. Mit dem Kraftblocken haben wir die Möglichkeit, nahezu alle Angriffe des Feindes abzuwehren. Er kostet uns die ganze Zeit Ausdauer, währenddessen wir drin sind, aber ist enorm effizient in der Verteidigung. Hier wird er beschrieben, Kraftblocken drücke R2X während einer Blockreaktion oder während du einen Konterstoß lädst, um Kraftblocken zu aktivieren. Deine Ausdauer lädt sich, solange du dein Schild bereithältst, aber du blockst viel effektiver, bis du keine Ausdauer mehr hast, was beidhändige Angriffe erlaubt. Eigentlich relativ simpel. Wenn wir in die Kontermöglichkeit gehen, also diesen Schlag hier beispielsweise, dass wir einen Konterstoß ausführen, klicken wir einfach zudem noch X, je nach Konsole oder PC natürlich was anderes, ist aber auch aufgelistet in dem Menü. Das heißt, hier können wir den einfach aktivieren. Ich zeige hier mal auch gegen den Diablos, wie effizient der ist. Das heißt, das Monster vergräbt sich und dann kommt es hoch und normalerweise ist es extrem schwierig, diesen Angriff zu blocken. Hier aber mit Leichtigkeit wird das geblockt. Auch andere Angriffe, die extrem stark sind, können wir so sehr, sehr effizient blocken und direkt auch einen Konterangriff ausüben. Das heißt, wir setzen ein, blocken, zack, und setzen den Konterstoß in Kombination ein. Ich zeige das nochmal, zack, und einfach gleich den Konterstoß einsetzen. Wir können das natürlich auch so machen und dann den Konterstoß, aber eben, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, diesen Konterstoß auch über den starken Verteidigungsbaum, sage ich mal, einzusetzen. Das heißt, auch hier, wenn das feindliche Monster uns dann trifft, können wir einen schnellen Konterangriff ausüben, der dementsprechend Schaden macht. Lässt sich also gut kombinieren, entweder in der normalen Form oder halt mit der extrem starken Form zu verteidigen und dann den Angriff auszuüben. Als nächstes haben wir noch eine Angriffsmöglichkeit, in dem dass wir rennen. Wenn wir blocken und gleichzeitig die Angriffstasten klicken, dann machen wir einen Ansturmangriff. Hier ist aber wichtig, lasst die Blocktaste wieder los, damit er auch effektiv rennen kann. Wenn wir dann hier den Joystick oder halt die Maus in die richtige Richtung klicken und dann mit der Sprungtaste bzw. der Ausweichtaste wenden, dann haben wir die Möglichkeit, uns rückwärts zu wenden oder auf die Seite auch noch Ausweichschritte zu machen, bis wir keine Ausdauer mehr haben. Jedes Mal, wenn wir da einen Feind treffen, ich zeige das hier mit den Fässern, kriegt der Schaden. Da können wir die ganze Zeit drehen und dann wieder Schaden machen und am Ende einen Schlag ausüben. Was dem einen oder anderen sicher aufgefallen ist, wenn man lange in eine Richtung rennt, dann wird man schneller. Je schneller man wird, desto mehr Schaden man macht. Wenn man da dann wendet oder ja, das irgendwie mit einem Sprung abbricht, dann bricht das logischerweise ab. Aber wir machen mehr Schaden, je schneller wir rennen. Das heißt auch hier, wenn wir auf ein Monster zurennen in ein neues Gebiet, dann können wir schon recht weit hinten Anlauf holen, um dann viel Schaden zu machen. Zudem unterscheiden sich da die Schläge, wir haben einen normalen Todesstoß oder wenn wir eben etwas schneller unterwegs sind, haben wir einen tödlichen Zwillingsstoß, das sind einfach zwei Schläge, also ein bisschen mehr Schaden. Wir können da auch einfach anhalten oder wir haben sogar die Möglichkeit direkt in den Block zu gehen, das heißt das Monster rennt auf uns zu, wir müssen uns verteidigen, direkt in die Blockanimation gehen und dann können wir verteidigen. Bei der Lanze gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass wir springen können. Das heißt, wir machen das Anstürmen, klicken mit dem Joystick oder der Maus nach vorne, dann Ausweichtaste und wir springen, einen fortschreitenden Sprung. Der ist extrem nützlich, da wir da die Möglichkeit haben, feindliche Monster A mit Schaden zu versehen und B sogar zu mounten. Also das heißt, mit der Lanze haben wir die Möglichkeit, extrem einfach auf feindliche Monster drauf zu springen. Ist extrem nützlich und unterschätzt man bei der Lanze extrem schnell. Das heißt, das kann man einfach zack schnell einsetzen, draufspringen, auf den Rücken, mounten bzw. reiten, auf den Boden werfen und dann Schaden machen. Ist ein extrem starker Angriff und würde ich mit der Lanze auch sehr, sehr häufig benutzen. Denn wenn ein Monster auf den Boden fällt und für eine Zeit nichts machen kann, kann man dementsprechend viel Schaden reinhauen. Ist ja logisch. Wie auch bei vielen Waffen hat auch hier ein Abhang einen enormen Vorteil. Wenn wir an einem Abhang den Angriff ausüben, dann sind wir extrem schnell schneller, sage ich mal. Das heißt, normal braucht es eine Zeit, bis wir hier in den schnelleren Modus wechseln können. Wenn wir das Ganze aber von einem Abhang aus ausüben, dann machen wir das von Anfang an recht schnell. Das heißt, wir rutschen und sind schon in der schnelleren Position, können dann auch den Doppelzwillingsstoß schnell ausüben, um dementsprechend Schaden zu machen. Das heißt, auch hier Abhänge und Engpässe bzw. abgeschreckte Flächen effektiv nutzen, um mit dem Anlauf und dem Schlag dann wesentlich mehr Schaden zu machen.
Dann auch klassische Sachen, wenn wir auf einen Sprung oder einen Absprung zurennen, können wir einen Sprungschlag machen, auch um das feindliche Monster zu mounten und Schaden auszuüben. Also halt die Standardsachen sind auch hier gegeben. Etwas, was auch unterschätzt wird, ist, wenn wir eine Fläche haben, wo wir hochrennen können, können wir an einer Wand, sie muss natürlich eine Fläche sein, wo wir hochrennen können, springen dann hoch, zack, und haben auch wieder einen Sprung. Auch hier lässt sich gut kombinieren, um das feindliche Monster zu mounten. Das heißt, unterschätzt die Umgebung nicht mit der Waffe, nutzt die auch effizient, dann könnt ihr auch dementsprechend gut Schaden auf die einzelnen Monster machen. Gut, im Großen und Ganzen ist es das eigentlich gewesen von der Lanze. Sie ist extrem defensiv, das heißt, sie hat eine wahnsinnig gute Verteidigungsmöglichkeit, aber der Schaden hält sich da in Grenzen. Das heißt, die Kämpfe gegen die Monster werden etwas länger dauern, dafür ist man überlebenstechnisch wesentlich besser gewappnet. Wenn man gut mit den Kontermöglichkeiten und der Umgebung arbeitet, kann man da auch viel Schaden rausholen, eben Abhang nutzen, um einen stärkeren Schlag auszuführen oder einen Sprungschlag auszuführen mit den Wänden und so weiter und so fort. Immer wieder mal aufs Monster springen, es auf den Boden werfen, dann genug reinschlagen, weil sie sich ja nicht wehren können in dem Moment. Das heißt, wenn man das alles gut kombiniert, kriegt man trotzdem einen ordentlichen Schaden raus und kann mit der Waffe sehr, sehr gut spielen. Gut, wie gesagt, das ist es eigentlich gewesen. Wenn es euch geholfen hat, lasst sehr gerne ein Like da. Wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt oder sogar Tipps habt, einfach ab in die Kommentare damit. Ich beantworte das sehr, sehr gerne. Gut, wenn ihr mich mal live sehen wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr mal zugucken, wie ich live Monster Hunter spiele oder was anderes, je nachdem, was ich gerade spiele. Ja. Also definitiv das Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.